Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid, denn heute gibt es ein besonderes Video. Ich zeige euch nämlich den Make-up-Look, welchen ich bei meinen beiden Workshops Ende Juli in Stuttgart im Gerber mit meinen Gewinnermädels geschminkt habe. Das war ein leichtes Sommer-Make-up. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich werde jeden einzelnen Schritt wirklich sehr ausführlich erklären, was ich bisher auch, glaube ich, noch nie so wirklich gemacht habe. Deswegen ist dieses Video, glaube ich, auch sehr gut für diejenigen geeignet, die gerade so mit Make-up anfangen und vielleicht auch noch gar nicht so wissen, für welches Produkt ist was gedacht und wann verwende ich was. Und am Ende dieses Videos gibt es auch noch ein paar Eindrücke von meinen Make-up-Workshops. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt erstmal ganz viel Spaß bei diesem Video. Schritt Nummer 1 ist natürlich die Pflege. Und ich predige wirklich immer: pflegt eure Haut gut und cremt eure Haut auf jeden Fall vor dem Make-up gut ein. Ich habe hier eine Creme benutzt von Santé. Das ist eine für sensible Haut, die auch noch Feuchtigkeit spenden soll. Übrigens, alle Produkte, die ich in diesem Video verwendet habe, werde ich euch nochmal unten in die Infobox schreiben. Dann könnt ihr da nochmal nachschauen, falls euch irgendwie ein Produkt näher interessieren sollte. Und ja, ich finde es wirklich super wichtig, dass ihr eine Basis schafft für euer Make-up. Einfach, dass das Make-up drüber ein bisschen ebenmäßiger aussieht, ihr eurer Haut noch ein bisschen Feuchtigkeit zuführt. Und auch ganz wichtig, was ihr gerade hier seht, den Hals nicht vergessen einzucremen. Das gehört auch zum Teil der Gesichtspflege dazu und wird leider sehr, sehr häufig vergessen. Und ich gebe meinem Gesicht auch immer ein bisschen wie so eine kleine Gesichtsmassage. Dann komme ich zu Schritt 2 und zwar ist das der Primer. Und für diejenigen, die gar nicht wissen, was ein Primer machen soll, im Prinzip ist es einfach, dass euer Make-up länger gut aussieht und auch länger hält. Es gibt verschiedene Varianten von Primern. Ich habe jetzt hier einen von Maybelline verwendet, das ist der Master Prime, der eben Feuchtigkeit spenden soll. Es gibt verschiedene Varianten von Maybelline, von diesen Primern, und Feuchtigkeit ist wirklich, ist für mich so, so wichtig, und vor allem im Sommer, weil Sonne und Wärme entzieht der Haut so viel Feuchtigkeit. Und auch das arbeite ich ein mit demselben Prinzip wie meine Feuchtigkeitscreme, massiere das in die Haut ein und warte auch wirklich ein bisschen, bis es in die Haut eingezogen ist, bevor ich dann mein Make-up drüber auftrage. Dann komme ich auch schon zur Foundation. Und zwar benutze ich momentan so gerne die von Maybelline, die Fit Me Foundation. Und ich habe meinen Mädels bei den Make-up-Workshops diese zwei Drops gezeigt von Alverde. Das sind solche aufhellende und abdunkelnde Drops, womit man sich seine Nuance wirklich individuell anmischen kann. Weil es ist ja so oft so, dass es die perfekte Nuance für einen überhaupt nicht gibt und man Probleme hat, wirklich eine passende Farbe zu finden. Und damit kann man sich das Ganze selbst zusammenmischen. Das finde ich wirklich richtig cool, und meine Foundation tupfe ich einfach auf meinem Gesicht auf und verblende das Ganze dann mit meinem Real Techniques komplexen Sponge. Ich liebe dieses Schwämmchen, das geht einfach so schnell, viel schneller wie mit einem Pinsel. Man hat das ruckzuck in die Haut eingearbeitet, und auch mit dem Verblenden lasse ich mir so viel Zeit, einfach damit das Ergebnis schön natürlich aussieht und sich das Produkt gut mit der Haut verbindet und das gut in die Haut eingearbeitet wird. Ich gehe immer in tupfenden Bewegungen über mein Gesicht und nicht in streichenden, denn so läuft man einfach Gefahr, dass man das Produkt auf dem Gesicht herum verstreicht und das nicht in die Haut eingearbeitet wird. Und hier habe ich jetzt erstmal nur eine leichte Schicht aufgetragen. Man kann da natürlich auch erstmal eine leichte auftragen und dann nochmal eine zweite leichte auftragen, damit man die Deckkraft intensiviert. Dann kommen wir zum Creme-Highlighter, und ich muss sagen, ich benutze sehr gerne Creme-Highlighter, einfach weil ich finde, dass das natürlicher aussieht. Man kann natürlich auch zuerst einen Creme-Highlighter benutzen und dann einen Puder-Highlighter drüber, damit man das Ergebnis ein bisschen intensiviert. Im Sommer finde ich so Creme-Highlighter sehen einfach ein bisschen natürlicher aus. Hier habe ich ein Produkt von Lavera benutzt, das steht natürlich auch wieder alles in der Infobox drin, und das trage ich immer mit meinem Ringfinger auf. Da ganz wichtig, denn mit seinem Ringfinger übt man den wenigsten Druck auf seinem Gesicht auf. Dann der Schritt 5 ist natürlich der Concealer, und Concealer trage ich immer da auf meinem Gesicht auf, wo ich zum Beispiel Pickel habe oder Unreinheiten, irgendwas, das man eben abdecken möchte. Und das sind natürlich auch die Augenringe, wie man hier sieht. Ich trage das auch unter meinem Auge auf. Und
Da habe ich jetzt den Concealer verwendet von Maybelline. Der ist so gut, Leute. Wirklich, schaut euch den an. Es gibt 3 verschiedene Nuancen davon. Und der ist so gut deckend. Wirklich, das ist der deckendste Concealer in der Drogerie, den ich kenne. Und ganz wichtig, er trocknet die Augenpartie nicht aus. Er lässt sich so gut verblenden. Das Ganze verblende ich auch hier wieder mit meinem Real Techniques Complexion Sponge. Und ich liebe dieses Schwämmchen so sehr. Der nächste Schritt ist natürlich Puder. Ich möchte das Ganze setten, das was ich vorher aufgetragen habe, also meinen Concealer und meine Foundation. Und da habe ich jetzt ein Puder von Manhattan benutzt und ich klopfe auch das Puder, also Puderprodukte im Allgemeinen vor, immer an meinem Handrücken ab. Einfach, das ist ein Trick, dass man nicht zu viel Produkt benutzt und man nicht Gefahr läuft, dass man zu viel Puder im Gesicht hängen hat. Denn sonst sieht das Ganze so schnell unnatürlich aus und betont auch ganz schnell irgendwelche trockene Stellen. Und ein transparentes Puder ist einfach ideal, wenn ihr schon eure perfekte Nuance gefunden habt, um euer Gesicht oder euer Make-up zu setzen. Denn wenn ihr ein farbiges Puder benutzen würdet, dann lauft ihr Gefahr, dass ihr die Farbe von eurer Foundation oder eurem Gesicht verfälscht und das wieder eine andere Farbe annimmt. Der nächste Schritt ist der Bronzer und Bronzer ist für mich vor allem im Sommer essentiell. Damit sieht man einfach so unglaublich frisch aus, wie von der Sonne geküsst. Es lässt das Gesicht einfach ein bisschen frischer erscheinen. Da habe ich jetzt einen Bronzer benutzt aus einer Palette von Trend It Up. Diese LA gibt es auch noch. Also falls ihr daran Interesse hättet, da ist ein Bronzer, ein Highlighter und ein Blush drin, also ein Rouge. Und den Bronzer trage ich eben ja hauptsächlich an meinem Wangenbereich auf, unten nochmal am Kinn und auch oben an der Stirn. Und ja, schaue auch da, dass ich das Ganze wieder gut verblende. Dann komme ich auch schon zum Rouge und ich verwende auch hier das Rouge, das in der Palette enthalten ist. Das ist so ein schönes, frisches, bäriges Pink und bei Rouge mache ich das meistens so, dass ich von hinten anfange und dann das Ganze nach vorne verblende. Denn wenn ihr direkt mit dem Produkt vorne anfangt und ihr eventuell zu viel erwischt habt, dann habt ihr echt Probleme, das Ganze noch zu verblenden. Und wenn ihr von hinten anfangt, könnt ihr das einfach schön nach vorne verblenden und das ergibt so einen schönen Farbverlauf. Dann komme ich zum Puder-Highlighter. Und Highlighter ist so echt mein allerliebstes Lieblingsprodukt. Da benutze ich jetzt eben auch den Highlighter aus der Palette. Und wie ihr sehen könnt, der ist sehr intensiv, aber ich bin echt eine Person, ich benutze meistens zu viel Highlighter, aber mehr ist mehr, vor allem bei Highlighter ist so meine Devise und mein Motto. Und Highlighter trage ich eben auf die höchsten Stellen auf meinem Gesicht auf, also auf die Wangenknochen, auf den Lippenbogen und manchmal sogar noch auf den Nasenrücken. Dann komme ich zu Schritt 10 und das sind die Augenbrauen. Da habe ich 3 verschiedene Nuancen für die Mädels ausgesucht gehabt. Ich habe eben die Nuance verwendet, die für meine Augenbrauenfarbe passend ist. Bürste ich immer meine Augenbrauen nochmal durch und für diejenigen, die sich jetzt denken, so wie, aber die hat doch Microblading machen lassen, das stimmt, ich habe Microblading und ja, da ist auch noch alles da, aber ich war immer der Annahme, dass wenn man sich das stechen lässt oder tätowieren lässt, dass man nichts mehr machen muss, aber das ist falsch gewesen, also der Annahme war total falsch. Wenn man sich komplett schminkt und Foundation drauf macht, dann verschwinden die Augenbrauen immer so ein bisschen. Und deswegen zeichne ich die schon so ein bisschen nach. Muss aber eigentlich gar nicht mehr so viel machen, denn die Form ist ja schon vorgegeben. Ich intensiviere einfach noch ein bisschen die Farbe. Einfach, dass meine Augenbrauen noch ein bisschen mehr Ausdruck bekommen und das so ein bisschen besser zum Gesamtbild passt. Und ich gehe immer so vor, dass ich die Härchen so imitiere und ganz viele kleine Härchen nachzeichne. Also nie von vorne bis hinten in einem Strich durch, sondern wirklich in ganz, ganz vielen kleinen Strichen, ja, das Ganze auffülle. Dann komme ich zum Augenbrauengel und das ist so wichtig, gerade wenn ihr lange Augenbrauenhärchen habt, denn die tendieren im Laufe des Tages des Öfteren dazu, einfach runterzufallen und dann drückt das den Blick so extrem und ich habe hier jetzt eins verwendet von Maybelline, das ist ein durchsichtiges Augenbrauengel und ein Augenbrauengel ist einfach dafür da, dass eure Augenbrauenhärchen den ganzen Tag da bleiben, wo sie bleiben soll, also wie eine Art, wie soll ich das jetzt nennen, Haarspray für die Augenbrauen, würde ich sagen. Und das finde auch, dass das ja diesen Augenbrauen-Look noch schön komplettiert. Dann der Schritt 2 ist die Mascara. Und da habe ich so eine tolle Mascara benutzt. Die ist von mymascara.de. Da könnt ihr euch eure Mascara personalisieren lassen. Ihr müsst einfach nur so einen Fragebogen ausfüllen. Wie geschwungen sind eure Wimpern?
Wie lang sind eure Wimpern? Habt ihr viele Wimpern? Oder stehen sie vielleicht auch gerade nach unten? Und dann anhand euren Antworten wird eine Formulierung zusammengemischt, die perfekt für eure Wimpern sind. Und ich habe die ohne Wimpernzange benutzt und habe so ein tolles Ergebnis bekommen. Auch die Mädels bei meinem Workshop waren so unglaublich begeistert. Also wir hatten für sie jetzt so eine Allround-Mascara verwendet für Länge und Volumen und waren alle wirklich sehr, sehr begeistert. Der letzte Schritt ist Lipgloss und da habe ich zwei verschiedene Nuancen. Das ist ein Lipgloss von Lavera und ich finde den so gut. Ich war eigentlich nie so ein Fan von Lipgloss, aber das ist der einzige, der nicht klebt, wo ich das Gefühl habe, dass der auch noch so ein bisschen feuchtigkeitsspendend ist. Der macht so einen tollen Glanz auf die Lippen. Also wirklich, das ist der einzige Lipgloss, den ich benutze und den man auch in meiner Handtasche findet. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon mit dem Look. Also wie ihr sehen könnt, ein sehr frischer, dezenter Sommerlook. Nichts Dramatisches, was ganz Natürliches. Und jetzt komme ich noch zu ein paar Eindrücken vom Workshop. Hier könnt ihr sehen, ich war auf der Bühne. Ich habe das Ganze anmoderiert, meine Gewinnerinnen saßen vor mir, ich habe denen geholfen, ich habe das Ganze erklärt, die einzelnen Schritte nach und nach und bin dann immer wieder durch die Reihen gelaufen, habe dann die Mädels gefragt, ob sie zurechtkommen und ob ihnen die Produkte auch gefallen, die ich rausgesucht habe. Und das hat mir so unglaublich viel Spaß gemacht, ich kann euch das gar nicht sagen, ich bin schon im Überlegen, das öfter zu machen und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr an so etwas interessiert wärt. Natürlich nur jetzt im Raum Stuttgart, aber ich weiß, dass ganz viele Stuttgarter Mädels unter meinen Abonnenten sind, also würde mich auf jeden Fall freuen über Feedback und ich fand das so eine tolle Chance. Ich hoffe auch, dass euch dieses Video jetzt gefallen hat, dass ihr da so einen schönen Einblick bekommen habt und würde mich auf jeden Fall über Feedback freuen und würde sagen, ich wünsche euch noch einen tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!